So. Schmiede. Der Stand aus von Level 10, aber ist okay. Machen wir hier die rohe Gewalt. Mal Reichweite. Das ist jetzt sich ausgerüstet, ne? Die hier. Ja, jetzt noch mit und das Teil. So. Den Ranger abblockt. Okay. Da haben wir nur die. Oh, wir können auch herstellen. Nee. Wir könnten dann später wahrscheinlich Abschussvorrichtung. Wir könnten auf jeden Fall in der Vollversion bestimmt mal Sachen herstellen. Das ist cool. Okay. Sag, wie läufst denn du? Junge, Junge. Matthias. Ah, hallo, hallo. Hier ist die Mannigfalt. Ah, interessant. Viel kleiner als erwartet. Rütteln tut dir nichts. Hoffe ich. Okay. Ja. Hier und so. Okay. Aktivier sie. Nochmal. Irre ich mich oder passiert da nichts? Okay, schon gut. Okay. Mal sehen. Ja, das ist hier. Ja, alles da, die Kontakte stehen. Ah, alles klar. Es gibt da eine altbewährte Technik. Funktioniert immer. Alter. Matthias? Das ist neu. Unglaublich. Nimm deine Pfoten weg. Was läuft hier schief? Ich habe hier einen Stoß verpasst. Mannigfalt, Definition, Amplifikation oder Multiplikation. Wir wurden vervielfacht? Das ist totaler Skorpdreck. Moment, Moment, das kann aber nicht sein. Du bist aggressiv, ich nicht. Und er ist... Wir sind einfach dreigeteilt worden. Division. Natürlich, die inverse Funktion der
Ihr wurdet geteilt? Das ist nicht gut. Physisch vervielfältigt, psychisch geteilt. Wir sind eine dreigeteilte Persönlichkeit. Nein! Nein, nein! Mit der Mannigfalt stimmt etwas nicht. Wir machen das rückgängig. Die Dominion-Soldaten in der Ruine, es waren drei. Ob das ebenfalls die Mannigfalt war? Drei Dominion-Soldaten? Dreimal der gleiche? Bin mir nicht sicher. Checken wir das. Richtig. Jede Information hilft. Wartet! Und was machen wir in der Zwischenzeit? Ärger aus dem Weg gehen? Ärger ist mein zweiter Name. Nein, der ist Errol. Hey! Fokus! Ja, Errol. Los. Richtig, Kumpel. Ho. Das ist mir ein toller Wissenschaftler. So. Kann ich eigentlich den Anzug wechseln? Ich glaube, die Schrauben da noch, ne? So, und da sind wir auch schon wieder drin. Zu danken. Wo ist Aruna Kaut? Die Ska haben sie verschleppt. Sie haben den Großteil unserer Arkanisten entführt. Ich zeige Ihnen. Sie sind verletzt. Bleiben Sie hier. Ich kümmere mich darum. Seien Sie vorsichtig. Der Anführer ist ein Eskari. Riesig. Gefährlich. Er sorgt schon eine Weile für Ärger. Ja. Gefangenenlager? Die entführten Arkanisten. Die Ska haben sie hier in Käfige eingesperrt.
Wo hast du das her? Die Energien, die davon ausgehen? Ich kann die Daten zurück im Voraus werten. Ich nehme Aruna und den Rest der Gefangenen im Läufer mit. Es ist besser, du erledigst den Eskari, den sie erwähnt hat. Entführung klingt nach Ärger. Irgendwelche Angaben zum Aussehen dieses Eskari? Der Sentinel meinte, er sei riesig und gefährlich. Wir haben den Eskari gefunden, den wir gesucht haben. Wir müssen ihn zur Strecke bringen. Nein.
Oh nein, lass mich weg. Oh. Respawn wird eingeleitet. Was macht denn der da hinten? Okay. Keine Muni mehr. Oh. Das war's. Eskari-Problem beseitigt. Gute Arbeit. Geh zurück zum Fort. Mal sehen, ob Aruna irgendwas über diese Proben herausgefunden hat. Doch noch geklatscht in Dicken. Oh. 2800. Vor allem, was die ja schon alles haben, ne? Sprenggranate, Splittergranate. Okay. So, mit dem Typ wieder reden. Hier ist doch Kosmetikladen. Es hieß doch, dass alle kosmetischen Dinge 25 Dingsbums kosten, aber wir können da nichts kaufen. Das ist schon jomisch. Sehr jomisch.
Chimärische Komponenten. Waffenteile. Kann ich eigentlich irgendwie Sachen verbessern? Nee, ne? Und wo können wir unseren Anzug wechseln? Die du mir gebracht hast. Was war das? Also ursprünglich mal Dominion-Soldaten. Sowas in der Art dachte ich mir schon. Realitätsverfall ist keine schöne Sache. Realitätsverfall. Wenn ein Gestalterinstrument auf die Hymne zugreift, hat das Auswirkungen auf die Realität. Und die Realität ist viel instabiler, als du denkst. Eine falsche Variable und die gesamte Gleichung bricht in sich zusammen. In diesem Fall die Realität. Diese Dominion-Soldaten. Was auch immer mit ihnen geschehen ist, hat ihr Wesen verändert. Das Grundgerüst ihrer Existenz. Aber dabei ist ein Fehler passiert. Irgendetwas ist schiefgegangen und sie haben sich aufgelöst. Was hat das jetzt mit Matthias zu tun? Was immer diesen Dominion-Soldaten zugestoßen ist, das ist auch mit Matthias passiert. Du willst damit doch nicht etwa sagen? Die Mannigfalt hat ihn beeinflusst. Das bedeutet, er, sie sind jetzt instabil und in echter Gefahr. Ich muss los. Okay. Ich kann wirklich eine beruhigende Tasse Tee vertragen. Ich will das aber zum Cortex hinzufügen. Ah, na gut. Bin ich hier eigentlich rein? Nö. Na nun? Du bist wieder da. Das bist schon du, oder? Meine Augen wollen nicht so ganz, wie ich will. Wo ist Sumner? Und wo ist die Mannigfalt? Ihm ist der Geduldsfaden gerissen. Er wollte seine eigene Theorie austesten. Er hat sich die Mannigfalt geschnappt. Und er hat mich geschubst. Nicht zu heftig, aber das hat meine Gefühle verletzt. Was hat Aruna gesagt? Die Dominion-Soldaten wurden von so einer Art Realitätsverfall betroffen, als sie sich teilten. Die Realität wurde auf unbeabsichtigte Weise verändert. Und deshalb haben sie sich in Wackelpudding verwandelt. In Gelee, das ich nicht festigen konnte. Oh, das erklärt, warum ich mich so seltsam porös fühle. Das ist, nun ja, es fühlt sich nicht toll an, sagen wir mal so. Und meine Gliedmaßen funktionieren auch nicht richtig. Wir brauchen Sumner. Und die Mannigfalt. Da sie den Effekt hervorgerufen hat, muss sie auch ein Teil der Lösung sein. Wisst ihr, wo er hin ist? Er meinte, dass er einen Drink braucht. Vielleicht die Bar? Ein Anfang. Wie lange habe ich noch? Ich rieche verbrannten Toast. Also nicht mehr lange. Bitte beeil dich. Lady Cardea und Kommandant Wohl, wie? Das Thema in den Klatschspalten. Fortasses Traumpaar. Dieser Wohl. Ein Mann in Uniform hat einfach irgendwie was, oder nicht? Ja. Schon klar. Dann. Dann gehen wir mal in die Bar. In die Sansibar. Da war gut, ne? Ah. Okay. Kann ich hier durch? Was?
Ich will aber durchstehen, Umhang durch. Sehen, aber da ist Aruna. Ja. Vielleicht hat sie ihn gesehen. Du solltest sie fragen. So. Hey, Freelancer. Lass mich raten. Du bist auf der Suche nach Matthias. Ja, nach einem Teil von ihm jedenfalls. Er wollte einen Drink, durfte aber nicht rein. Er hat schon seit Monaten Hausverbot. Wunderbar. Also ist er weg. Ich wollte mit ihm über die Proben reden, die du gefunden hast. Aber das hat ihn nicht interessiert. Er hat sich ja schon immer leicht ablenken lassen. Aber er war noch nie unhöflich. Das war komisch. Es ist kompliziert. Der Matthias, den du getroffen hast, das war Sumner. Wo ist seine raue Seite? Wir müssen ihn finden. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis der Realitätsverfall einsetzt. Verstanden. Was jetzt? Ich kann Sumner nirgendwo sehen. Vielleicht hat er noch seinen Link bei sich. Stell eine Verbindung her. Ich empfange den Link, aber irgendwie kann ich keine Verbindung herstellen. Aber seinen Standort kann ich verfolgen. Hab ihn. Er ist bei der Schmiede. Bei der Schmiede. Düse. Wieder da durch. Schade, dass man hier nicht ran kann, ne? Das hätte ich sehr angepriesen. Du sagtest, Sumner sei hier. Ich sehe ihn nicht. Nein? Lass mich mal die Schmiedeaufzeichnung überprüfen. Sieht aus, als hätte er einen Javelin genommen. Geht das? Kann er den überhaupt fliegen? Sicher nicht sonderlich gut. Er hat das Fort vermutlich schon verlassen. Du solltest ihm am besten hinterher, falls es Ärger gibt. Okay. Und dann mal rein in die gute Stube. Das sieht schon mega aus. Konvergenz. Was haben wir denn hier für Schwierigkeiten noch? Aha. Also leicht, schwer. Großmeister. Alter. Lass mal nochmal.